Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal zum Pegelstand, dem Kanalmagazin rund um den Seekrautskanal. Und wir möchten mit euch dieses Jahr beenden. Wir haben Dezember 2019. Es gibt natürlich wieder Punkte, die wir für unser Treueprogramm, für unser Fanprogramm ausgeben, beziehungsweise wir küren nachher die Gewinner. Aber wie es so traditionell ist, blickt man am Ende eines Jahres auch immer noch mal weiter zurück. Und zwar wollen wir das gemeinsam tun und uns jetzt einfach mal ins erste Quartal 2019 zurückversetzen. Damals, der Seekrautskanal, 850 Abonnenten. Und ja, wir hatten Ambitionen, wir hatten eine Menge Vorfreude auf das Jahr 2019. Wir haben den Kanal damals ein bisschen neu optisch designt. Wir haben damals diese Geschichte mit der gelben Leiste gehabt, ja, mit dem Seekrauts-Logo, was dann in den Videos zu finden war und auf allen unseren Präsenzen bei YouTube, Facebook und so weiter. Ja, und dann ging das Jahr los mit dem Mondneujahr. Das Bild seht ihr ja hier im Hintergrund. Passt natürlich auch zum neuen Jahr jetzt gerade. Aber ja, das war das erste Event, was World of Warships 2019 mit reingebracht hat. Dann ging es schon weiter, und zwar mit dem CV-Rework. Für viele ein Ärgernis, aber es ist inzwischen doch einigermaßen gut gelungen, da ja zumindest einen gewissen Ausgleich, für einen gewissen Ausgleich zu sorgen. Da kann man, denke ich, so sagen. Wir hatten aber noch mehr Events im ersten Quartal 2019, und zwar den Seekrauts-Geburtstag mit unserem 7-Tage-Stream, der sich da mehr oder weniger auch ein bisschen durch Zufall, durch euer Engagement, durch eure Forderung, kann man fast schon sagen, aber auch dadurch, dass wir überhaupt Zeit hatten, ja, es hinbekommen haben, 7 Tage in Folge hintereinander jeden Tag ein wenig zu streamen für euch. Und ihr habt das richtig gefeiert und wir hatten jede Menge Spaß dabei, auch wenn wir am 7. Tag dann schon ein bisschen K.O. waren. Aber wir hatten super viel Spaß. Und nach dem Seekrauts-Geburtstag kam gleich das ein großes Ziel für diesen YouTube-Kanal hier. 1000 Abonnenten bei YouTube, und auch das haben wir mit Giveaways gefeiert und so weiter und so fort. Alles, was dazugehörte, war dabei, und ja, da sind wir halt auch nicht stehen geblieben. Dann geht's weiter ins zweite Quartal, was hauptsächlich dadurch gezeichnet war, dass wir Multistreams veranstaltet haben, aber es gab auch ein World of Warships Event, nämlich das Event rund um die russischen Schlachtschiffe, die damals eingeführt wurden im zweiten Quartal. Wir hatten Multistreams ganz am Anfang des Jahres sogar schon mit Butterkeks, dann kam später Sergeant Hartmann, dann kam Arktika, Suista und Hotz, der ist dann schon fast im dritten Quartal erst bei uns gewesen, ist so ein bisschen jetzt chronologisch unsortiert, nennen wir es so. Ja, und die World of Warships Schlachtschiffe von der Sowjetunion haben dann auch den Weg ins Spiel gefunden. Etwa der zweite Quartal war gezeichnet von sehr viel positiven Punkten, aber auch einem negativen Punkt. Wir haben damals unsere Absage von World of Warships zur Bewerbung als Community-Contributor erhalten. Waren natürlich auch immer noch ein Stück weit geknickt, aber wir hatten konstruktive Gespräche und wir haben uns auch innerlich intern noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben ein paar Formate verändert, ein bisschen angepasst, so zum Beispiel das Gameplay in den Schiffseinweisungen in Zukunft bei uns immer zu sehen war, also von da an, ja, und das wird auch in Zukunft so bleiben, dass wir euch eben zeigen, wie die Schiffe fahren, wie sie sich verhalten, wie sie aussehen, wie sind sie gepanzert, solche ganzen Geschichten. Vorher war es doch vielleicht ein Ticken trocken, halt ein reines Trockendock, und jetzt ist es eine Schiffseinweisung, eine richtige, umfassende Schiffseinweisung. Ja, und ihr könnt so halt auch mal das im Gefecht, das Schiff sehen. Und das hat damals angefangen, als ich euch die Flugzeugträger vorgestellt habe. Ich glaube, mit der Kaga. Das Video, die Schiffseinweisung für die Kaga, war das erste Video, was Gameplay gezeigt hat, und das kam sofort gut bei euch an, und deswegen haben wir es auch beibehalten. Dann gab es im Juni noch ein Event in Hamburg. Und zwar war World of Warships in Hamburg, und da waren wir zu Besuch. Wir haben ein paar Bilder gemacht und ja, haben da halt Butterkeks getroffen. Und viele andere, Liqui war zum Beispiel auch in Hamburg. Und wir hatten einen ganz netten und schönen Abend zusammen, der dann auch bis nach Mitternacht ging. Ja, das war der zweite Quartal 2019. In dieser Zeit gab es schon einige Menschen, die dem Seekrauts-Clan hinzugestoßen sind oder die hinzugestoßen sind und ihre Kraft mit in den Clan integriert haben. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt, was jetzt chronologisch nicht ganz in der Reihenfolge ist. Der nächste Punkt ist einfach, dass ich mich an dieser Stelle
bei vielen Menschen in meinem Leben, in meinem realen, aber auch in meinem virtuellen Umfeld sehr, sehr herzlich bedanken möchte. Ich möchte mich zuallererst bei euch allen da draußen bedanken für alles, was wir 2019 zusammen erreicht haben. Wir erreichen Stand heute am 31.12.2019 über 2490 Abonnenten bei YouTube allein. Und das ist mehr, als ich mir jemals hätte erträumen lassen. Das wurde aber auch ermöglicht. Und ganz viel wurde ermöglicht durch meine Familie. Am Ende durch meine Familie, meine reale Familie, meine Frau, meine Mutter, meinen Vater, meine Schwiegereltern, alle, die mich jeden Tag mehr oder weniger umgeben, die mir die Zeit einräumen, diese Sache hier so machen zu können, wie ich das gerne tue und wie ich das auch gerne machen möchte. Dazu natürlich auch meine virtuelle Familie, die Unterstützung aus dem Siegrauts Clan von Toxic85, Uwe, Big Ben, Neophyte als Moderator im Kanal, dann hatten wir noch andere Moderatoren, die inzwischen keine Moderatoren mehr sind, weil sie selber nicht mehr so viel Zeit haben, wie ein Swordfish zum Beispiel, der auch sehr, sehr lange Moderator war. All diejenigen haben dazu beigetragen. Und zu guter Letzt, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, auch Butterkeks. Auch Butterkeks hat den Kanal hier deutlich weitergeholfen in Sachen zum Beispiel dem Trailer, den ihr am Anfang bei den Livestreams immer seht. Das ist ein Trailer, der nur von Butterkeks für Seacrowds gemacht wurde. Das sind Sachen, die inzwischen Norm oder Standard geworden sind. Aber in solchen Momenten wie heute muss man auch einfach Danke sagen und da nochmal so ein bisschen drauf hinweisen. Ich möchte mich auch bei denjenigen bedanken, die 2019 den Clan verlassen haben. Diejenigen hatten ihre Gründe. Man hat immer seine Gründe, wenn man einen anderen Weg einschlägt, wenn der Weg nicht mehr gemeinsam geht, sondern wenn man sich ein bisschen aufteilt. Ja, das ist ganz normal im Leben, das gehört dazu. Ich möchte trotz alledem, dass wir auch jetzt nicht mehr gemeinsam gehen, danke dafür sagen, dass ihr uns begleitet habt auf dem Weg bis dahin. Ja, denn auch ihr habt Seekshot zu dem gemacht, was es heute ist, auch wenn es jetzt, wenn es nur ein kleiner Teil davon ist, aber es ist ein Anteil, den wir hier im Clan jeden Tag bewahren. Gehen wir mal weiter voran. Wir sind im dritten Quartal angekommen und wir haben die Kanalmitgliedschaft für euch gelauncht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, seit Anfang Juli Kanalmitglied bei uns bei YouTube zu werden und somit Seacrowds direkt zu unterstützen und vor allen Dingen dafür etwas zurückzubekommen. Zum Beispiel Logos, zum Beispiel Emotes, die ihr im Livestream benutzen könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, Vorabzugänge auf Videos zu bekommen. Also eine ganze Kleinigkeiten, die das Leben aber angenehmer machen. Und in der Vergangenheit war es eben nicht möglich, euch für eure vielleicht auch finanzielle Unterstützung etwas zurückzugeben. Und ich finde, die Kanalmitgliedschaft ist der perfekte Weg, euch etwas zurückzugeben für das, was ihr für uns am Ende auch tut. Ja. Weiter ging es im dritten Quartal mit den französischen DDs, die damals dann ins Spiel kamen. Und ja, 1500 Abonnenten-Livestream. Und da klingelt es bei vielen von euch, die uns damals schon zugeschaut haben. Liqui ist damals mitgefahren. Er hatte damals bei den 1000 Abonnenten versprochen, er fährt mit, wenn wir 1500 erreichen. Er selber hat gedacht, das dauert 2-3 Jahre, aber hat er sich schön geschnitten, hat nur 5 Monate gedauert und schon musste er ran. Und wir hatten einen interessanten Livestream mit ihm zusammen und sind da durch die Weltmeere geschippert. Dann haben die ersten Zugänge im Seacrowds Clan schon in Anführungsstrichen Früchte getragen, ja, und wir konnten zu unserer aller Überraschung schon das erste Mal die Goldliga mit dem Seacrowds Clan in den Clan Wars erreichen, was eine riesengroße Errungenschaft für diese Clan-Gemeinschaft, für diese Familie, virtuelle Familie hier eben ist. Darüber hinaus wurde dann Folgendes angekündigt, nämlich U-Boote. U-Boote sollen in World of Warships getestet werden und später, vielleicht im Jahr 2020, irgendwann mal eingeführt werden. Außerdem wurde ja angekündigt, dass man eben noch weitere Schiffe der Deutschen integriert, zum Beispiel die Mainz, zum Beispiel die Odin oder Kapitän Lütjens, der ja inzwischen mit diesem Update, was wir jetzt gerade haben, 0811, den Weg ins Spiel gefunden hat. Und es gab wieder eine neue Bewerbungsphase im September rund um den World of Warships und die Community Contributor Bewerbung sozusagen. Also wenn man das werden wollte, konnte man sich erneut bewerben.
damit landen wir dann im vierten Quartal des Jahres 2019. Das ist noch gar nicht so lange her. Im Oktober kam ich aus dem Urlaub wieder und plötzlich bekam ich die Information, ja, Andy, du darfst. Du darfst World of Warships Community Contributor werden, wenn du möchtest. Ich habe mich mega gefreut, konnte das Glück eigentlich gar nicht in Worte fassen. War lange ein Ziel oder ist lange ein Ziel gewesen von uns hier bei SeaCrowds, einen Community Contributor zu haben. Und ja, es hat endlich geklappt und ihr habt da dran auch schon ordentlich partizipiert. Ihr könnt Schiffe sehen bei uns hier auf dem Kanal, die ihr ja sonst irgendwo anders sehen musstet. Ihr könnt zusätzlich Codes gewinnen, ihr konntet die CC-Container mitnehmen, also eine ganzen netten Sachen. Und wir hatten damals einen fast schon legendären Livestream, wo wir das euch mitgeteilt haben, das wir geschafft haben. Und das hat bei vielen von euch echt einen tollen Eindruck hinterlassen. Auch da habt ihr mir persönlich sehr viele Nachrichten bei uns auch im Discord geschrieben und so weiter und so fort. Dann haben wir im vierten Quartal KOTS gestreamt, ja, also die Weltmeisterschaft, wenn man das so sagen möchte, für World of Warships. Wir haben die 2000 Abonnenten erreicht. Wir haben ein neues Design released, nämlich die sind mit den schwarz und den gelben Strichen oder gelben Balken. Wir haben eine eigene Domain, seacrowds.de, ja, wo ihr immer auf der YouTube-Seite im Moment landet. Und wir hatten ein erstes eigenes Event, nämlich das SeaCrowds Ramadama, was ein erster Schritt war, um ein eigenes Event zu veranstalten. Aus meiner persönlichen Sicht, mir hat Spaß gemacht, wenn es auch nicht ganz so erfolgreich war, wie ich es mir erhofft habe. Aber da müssen wir sehen, in welche Richtung die Reise in Zukunft weitergeht. Dann hatten wir noch eine Herzensangelegenheit, nämlich den Spendenstream. Den Spendenstream für die Palliativstation und ja, die Krebshilfe. Und wir alle haben in diesem Livestream mehr als 500 Euro zusammen gespendet und haben somit ermöglicht, dass dieses Programm Vier Pfoten für die Seele sozusagen weiter auch 2020 Bestand haben kann. Wir haben Anteil geleistet und dazu sage ich auch euch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr damals so aktiv wart und diese Sache ermöglicht habt. Gaming for Charity. Außerdem haben wir im vierten Quartal das zweite Mal die Goldliga erreicht, ja. Und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das war nämlich wirklich nicht selbstverständlich, weil teilweise, es wird also die Clan-War-Saison einfach sehr, sehr plötzlich kam. Ja, und man kann sagen, man hatte so anderthalb Wochen Zeit oder zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten für die nächste Clan-War-Saison. Und das hat uns alle doch hier sehr stark überrascht, dass so schnell wieder eine Clan-War-Saison ja, released wird oder gestartet wird. Ja, und das war 2019 schon fast. Es gab zwei Sachen, die ich noch zusätzlich erwähnen möchte, bevor ich ein bisschen nochmal auf die Zahlen eingehe. Das Fanpaket von Loradak. Loradak99 hat uns zu Weihnachten unser erstes Fanpaket beschert, was mir emotional sehr, sehr viel bedeutet. Das war eine mega Geschichte. Wir haben eine Zeichnung erhalten. Wir haben es damals ausgepackt. Wir haben euch das Video im Livestream gezeigt, wie wir das Geschenk auspacken. Und ja, ich kann da einfach nur nochmal herzlichen, herzlichen Dank sagen. Meine Frau und ich, wir haben uns über die Kekse gefreut und die Zeichnung steht hier über mir, wo ich gerade das Video kommentiere. Also auch eine, ja, einfach eine tolle Sache. Und dann kommen wir noch zu dem liebsten Event 2019, mein persönliches liebstes Event 2019. Und das waren diese Savage Battles. Ja, das war eigentlich das Event, was ich am liebsten und am meisten gefahren bin in 2019. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare unten, was euer Lieblingsevent 2019 war oder was auch das Event war, was ihr am wenigsten gemocht habt. Ja, bleibt bitte konstruktiv und Wörter mit Niveau, das würde mich sehr freuen. Kommen wir ganz kurz noch zu der Wertung oder zur Bewertung des SeaCrowds-Kanals im Jahr 2019. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Wir haben am Ende knapp 230.000 Aufrufe im Jahr 2019 mit unseren Videos und Livestreams geschafft. Eine Wiedergabezeit von 37.948 Stunden und ein bisschen mehr sogar. Die Statistik stimmt nämlich nicht ganz, weil YouTube gerade Statistikprobleme hat. Also es wird wahrscheinlich eher mehr sein als weniger, weil ihnen nämlich für bestimmte Tage Statistiken fehlen im Moment. Und wenn ihr jetzt richtig mitgerechnet habt, wir haben jetzt 1.643 Abonnenten im Jahr 2019 gewonnen. Und das meistgeklickte Video des Jahres
ist Mainz, Oden, Lütjens, U-Boote und mehr. 6547 Aufrufe 2019 hat dieses Video erreicht. Und danach ist schon ein bisschen Luft, dann kommt Kraft Zeppelin mit über 5000 Aufrufen. Also, das soll euch nochmal so ein bisschen verdeutlichen, was hier 2019 passiert ist. In dem kleinen Hobbyprojekt ist inzwischen doch ein ganz zuverlässiger Kanal draus geworden. So einer, der nicht mehr ganz unbekannt ist. Und das wird auch 2020 so weitergehen. Wir wollen euch möglichst umfassend informieren. Ab und zu wird es mal ein Meinungsvideo geben. Aber in der meisten Zeit wird es hier sachliche Informationen geben mit ein bisschen Entertainment nebenbei. Und apropos Entertainment, sind unsere Livestreams hauptsächlich und da gibt es Punkte. Und zwar für Aktivität im Live-Chat. Hab's hier schon mal vorbereitet und ihr kennt die ersten drei Plätze, bekommen dann Seekrauts Euronen auf ein virtuelles Guthaben sozusagen, wird dort angerechnet. Die Excel-Tabelle findet ihr unten in der Beschreibung des Kanals. Da könnt ihr das auch immer abrufen, wann wie viel Seekrauts Euronen verdient wurden. Und Loradak99 hat im Dezember die meiste Aktivität im Live-Chat gezeigt und hat damit 301 Punkt erreicht. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Du bekommst 3 Seekrauts Euronen. Giants976 und Neophyte65 teilen sich hier den zweiten Platz. Nach unseren Regeln wird dann auch der Gewinn geteilt. Der Gewinn beträgt 2 Euro für den zweiten Platz. Dadurch, dass hier beide punktgleich sind, bekommt jeder 1 Euro gutgeschrieben. Und dann gibt's Blue Andy, der den dritten Platz belegt hat und dann auch nochmal 1 Euro dafür erhält. Also eine Seekrauts Eurone. Das wird später dann umgewandelt. Wenn ihr dann 15 Seekrauts Euronen eingesammelt habt, dann könnt ihr euch im Wargaming Store was aussuchen. Ich sage an alle nochmals, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Aktivität im Dezember und für eure Begleitung das ganze Jahr 2019 hindurch. Ich freue mich jetzt schon auf ein spannendes, abwechslungsreiches 2020. Kommt gut rüber ins Jahr, kommt gut rein ins Jahr, je nachdem, wann ihr uns halt schaut. Ich wünsche euch vor allen Dingen viel Gesundheit und ja, einfach Freude. In dem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal hier auf dem Seekrauts-Kanal. Ne? Haut rein, euer Seekrauts-Team. Euer Andi. Ciao, ciao.